Hola, hola, soy Tomás, dein Lieblings-Spanisch-Lehrer. Und heute lernen wir, wie man el futuro próximo auf Spanisch bildet. Herr Profe, ich glaube, Sie werden langsam alt. Das haben wir doch schon gelernt. Nein, das andere Video war über el futuro simple, eine andere Art, um über die Zukunft auf Spanisch zu sprechen. Ah, und der Link zu diesem Video ist unten in der Videobeschreibung, falls du das anschauen möchtest. Heute erkläre ich el futuro próximo oder el futuro popular. Eine Zeitform, die wir meistens in der gesprochenen Sprache auf Spanisch verwenden. Und wie bildet man das? Das Verb ir plus die Präposition a plus ein zweites Verb im Infinitiv ohne Konjugation. Das Verb ir muss man konjugieren, oder? Correcto. En presente, yo voy, tú vas, él, ella, usted va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos, ellas, ustedes van. Muy bien. Nachher die Präposition a und danach das zweite Verb im Infinitiv, das du in der Zukunft ausdrücken möchtest. Und dieses zweite Verb am Ende, oder? Nein, das ist auf Deutsch, wenn man die Zukunft mit werden bildet. Auf Spanisch sagt man diese drei Elemente zusammen und danach den Rest des Satzes, das du sagen möchtest. Wie sagt man, ich werde Eier kaufen auf Spanisch? Voy a comprar huevos. Voy a comprar huevos. Und Marisol wird Medizin studieren. Marisol va a estudiar medicina. Marisol va a estudiar medicina. Und was sagt man, wenn man das Verb ir im futuro próximo sagen will? Wie ich werde gehen oder sowas. Dieselbe Struktur. Ir im Präsente konjugiert plus a plus ir nicht konjugiert. Vamos a ir al cine. Vamos a ir al cine. Und was ist der Unterschied zwischen dieser Zeitform und futuro simple für die Zukunft auf Spanisch? Beide Zeitformen sind richtig, um einfach etwas über die Zukunft zu erzählen. Beim Sprechen verwenden wir futuro próximo öfter, aber auch futuro simple. Manche sagen, dass futuro próximo ist nur für Handlungen, die in der nahen Zukunft passieren. Und futuro simple ist weiter in der Zukunft. Aber das stimmt eigentlich nicht. Los niños no van a jugar hoy porque se han portado mal. Los niños no van a jugar hoy porque se han portado mal. El próximo año vamos a viajar a Argentina. El próximo año vamos a viajar a Argentina. Beide Situationen sind richtig mit futuro próximo, egal ob sie heute oder nächstes Jahr passieren werden. Tony y yo vamos a trabajar juntos. Egal wann. Tony y yo vamos a trabajar juntos. Es ist nur so, dass in der gesprochenen Sprache öfter futuro próximo verwendet wird. Aber wenn man etwas in der Gegenwart oder in der Zukunft vermutet, verwendet man futuro simple. Diese andere Zeitform wird, wie gesagt, in einem anderen Video erklärt. Ya vamos a terminar este video. Das ist keine Vermutung. Ya vamos a terminar este video. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Findet uns auf Facebook als Spanisch mit Thomas. Und auf Instagram als Thomas der Profe. Und suscríbete. Abonado. Adiós.